Auf jeden Fall. Das sieht cool aus. Hm. Da ist auf jeden Fall mal das Feuer. Wo ist die Rune? Ein Dokument. Die Elfenklüfen. Geil. Ich war in der Bibliothek in der Villa Maurel. Es gibt dort Geschichten über eine versteckte elfische Macht in den Dates. Ich überantworte euch die Aufgabe, diese Macht ausfindig zu machen. Sie könnte eine Waffe in unserem Freiheitskampf werden. Es heißt in der Schrift der Steine, der Schlüssel dazu befindet sich in Death Haveren. Soweit ich verstanden habe, ist das der elfische Name der erhabenen Ebenen. Es gibt da viele Ruinen. Eine davon kenne ich. Sie liegt am Fluss westlich des Armeelagers. Ein Schrein für Silas beginnt dort. Gut, ich brauche jetzt aber trotzdem erstmal noch die Rune. Ah, da. Die offenbarten Symbole zeigen zwei Raben. Einer hat in seiner Kralle ein Herz, der andere einen Spiegel. Sieht aus wie alle anderen. Mal sehen, was die Forscher auf der Himmelsfeste dazu sagen. Oh ja, ein Brief. Süße Dorabelle. Seit meinem letzten Brief hat sich die Lage verschlechtert. Dieser Wahnsinn findet kein Ende. Seltsame Lichter in der Ebene, in der Mitte auseinandergerissene Soldaten. Einige der Männer glauben, dass auf dem Land ein Elfenfluch liegt. Aber ich werde verschwinden und das alles aus meinem Gedächtnis löschen. Wenn Selene ihren Thron behalten will, soll sie die Waffe gegen ihren Vettern, die Dämonen und was weiß ich noch alles erheben. Ich würde gerne nach Hause kommen, Liebling, aber ich muss dich enttäuschen. Mein Kampf für die Kaiserin ist zwar beendet, aber nicht für die Orleans. In den Smaragdgräben sammelt sich eine Rebellengruppe. Das sind Leute wie ich, die es satt haben, eine Veränderung wollen. Ich habe einige kennengelernt und ich glaube, das ist das Richtige. Sie planen etwas Großes. Die Eroberung der Dates, um die alte Politik auszulöschen. Ich bin voller Hoffnung und du wirst es auch. Warte auf mich, Benji. Finde die Wertgegenstände der Bauern. Here we go. Und das ist der alte Baum, glaube ich, sogar schon. Nee, des alten Baums. Bla, blub. Oder auch nicht. Da ist ein neuer Riss. Ah doch, das sollte der Baum sein. Egal, machen wir erstmal den Riss. Geht doch. Verdammt, was ist mit meinem Charakter los? Er kann sich nicht mehr schnell bewegen. Seit wann macht Dämonen klatschen Spaß, Sarah? Ganz ehrlich. Okay, 15 Wiedergänger. Leb sie mal wieder, Mann. Wunderbar, Riss versiegelt. Und das waren die Risse der Ebene. Zumindest der alten. Und dann soll es hier irgendwo die Wertgegenstände geben.
Unterstützung aus Nevara-Einsatz ist verfügbar. Sieht aus, als hätten hier reichlich Kämpfe aus reichlich dämlichen Gründen stattgefunden. Tja, so ist es immer. Der Rat des Vaters. Und dann darüber. Finde Valoren. Kämpfe sind meistens dämlich, nur leider oftmals unvermeidbar. Ich muss jetzt da irgendwie durch. So, da. Ah, guck an, wo wir sind. Uh-oh. Valorins Tagebuch. Valorins Tagebuch ist blutbefleckt, nur einige wenige Einträge sind noch lesbar. Und Emalien zählte mir ständig, ich müsse Geduld haben. Fenendis, ich werde bald 17. Ich habe meinen Valaslin. Ich bin bereit für mehr als dieses simple Zauber. Es wird Hüter Haven noch leid tun, dass er je nach an mir gezweifelt hat. Sagt man, dass die Ruine ganz in der Nähe unseres Lagerplatzes ist. Mir ist egal, was Tanya sagt. Lindiranes Talisman wird dem Hüter beweisen, dass ich bereit bin, Erster zu sein. Wenn das Ding wirklich so gut beschützt ist, wie Taniel meint, muss ich die Schutzzauber eben durchbrechen. Und wenn ich das selbst nicht schaffe, weiß ich doch was. Der Schleier ist dünn hier. Keiner der anderen Jäger war mutig genug, um in das Kriegsgebiet der Schem einzudringen. Aber nun bin ich hier. Es muss funktionieren, ich bin ganz sicher. Der kleine Elf hat mit Blutmagie gespielt, Idiot. Ja, das ist wahr. Von wegen bereit. Der war sowas von nicht bereit. Wie komme ich denn jetzt da rein? Verdammt. Der Wall ist ja mal riesig. Holy moly. Und wir sind eingedrungen. Sogar mit unterirdischem Versteck. Beziehungsweise Beschlag. Sauber. Verwundeter Chevalier. Wer ist da? Philipp? Bist du das? Merd. Erzählt mir, was passiert ist. Was ist hier passiert? Wir waren auf Patrouille. Von uns auf der Suche nach Proviant. Dann kamen die Untoten. Ich bin gerannt. Bitte bringt das hier zu Kommandantin Jehan. Die Zitadelle nördlich von hier. Sagt ihr. Ja, ich werde es deiner Kommandantin bringen. Keine Sorge. Und wir kümmern uns in der Zwischenzeit um diese Barrieren und die Untoten. Auf diesem Kamm. Sag mal, die beiden Seiten haben sich gegenseitig belagert, oder? Zumindest sieht es stark danach aus. Und dann wurden sie beide ausgelöscht. Arcana strecken. Wow. Was? Und gute Nacht.
Attackiert die magische Barriere. Und verbrennen. Bin mal gespannt, wo ich noch Großbärenfelle herkriegen soll. Denn normale Bärenfelle haben wir ja. Irgendwas kann ich hier looten, ich sehe es nur nicht. Da haben wir noch was. Übersehen. Mitnehmen. Ist der Wecker mal wieder dazwischen gegangen. So eine Kacke. Verdammt, das Ding ist riesig. Schon wieder Hunde rum. Da haben wir einen riesen Felsbrocken. Ah, da links. Da haben wir die anderen. Das Imperium und da ist noch irgendwo eine Quest. Gerade voll dran vorbeigerannt. Nein! Jetzt muss ich ja wieder hoch. Lasst mich hoch. Kack, jetzt eigentlich fest. Schon wieder. Na komm schon. Geht doch. Hier ist eine Quest. Irgendwo. Sollte sein. Gibt es da schon wieder so einen Tunnel? Oder irgendwas unten drunter? Ah, ja, da. Ey, was die hier aufgefahren haben, ist der Hammer. Sesam, öffne dich. Ah, Baracken. Karte von Inavuris. Was soll das sein? Was finden wir? Legende der drei Schwerter. Ich glaube, es ging um dieses Ding da unten. Mal sehen. Irgendeine Schatzkarte haben wir wieder. Jetzt gehen wir erstmal das Teil hier einnehmen. Dazu müssen wir wieder nach oben kommen. Nur wie? Das Ding ist nämlich ganz schön undurchsichtig. Okay, so geht's. Verdammt, bin tot. Hört auf zu sterben, Plan. Und da haben wir zwei Dinge Fokus verloren. Verdammt. Okay, der Arcano-Schrecken muss weg. Der belebt die Viecher anscheinend doch.
Weil es sind ganz schön viele. Komm mal hier hoch. Na verdammt. Na komm schon, machen wir das noch schnell fertig. Burn, baby, burn. So, ich schnetze mich mal noch durch die Unnötigen hier und dann mache ich mich auf zum Großhorn. Wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder. Bleib stehen! Kommt einfach nicht. So. Wunderbar.